Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, wir sind in letzter Zeit immer wieder hier im Verkehr am Rumtüfteln, wie wir den Verkehr besser fließen lassen. Und aktuell finde ich das gar nicht schlecht. Das funktioniert bisher ganz gut. Oh, ich sehe gerade, Alter, haben wir hier ein Verkehrsaufkommen mittlerweile. Was ist denn hier kaputt? So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt ansetzen. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt angehen, das Problem. So. Gucken wir mal so auf Ampeln aus. Ampeln beim Kreisverkehr sind natürlich sehr sinnvoll. Auch weg. So, vier Spuren auf vier Spuren ist schon mal semi-günstig. Alter, wo geht denn das links? Die wollen alle nur hier rechts fahren. Andere Idee, bevor ich da jetzt großartig eingreife. Da relativ viel Verkehr wahrscheinlich von dem auch. Vielleicht wollen die auch in die andere Richtung teilweise. Dass wir erstmal hier hinten noch eine Autobahnabfahrt bauen. Hier am besten. Und da hauen wir die Kohle dann wieder raus. Ne? Also es ist. Aber wir wissen es ja, Infrastruktur. Infrastruktur ist sehr wichtig. Denn ohne eine funktionierende Infrastruktur wird das ganze System nicht funktionieren. So. Den werden wir mal gerade. So, gleich mal hübsch machen. So, sehr schön. So. Dann machen wir eine zweispurige Autobahnzufahrt. Erstmal eine Abfahrt. So, und dann können wir von hier. Gucken, ob wir das. Genau. Die ist schon gar nicht so schlecht. Finde ich schon ganz gut. Vielleicht haben wir jetzt sogar schon. Sehen wir jetzt schon die ersten, die hier abfahren wollen. Auf jeden Fall fahren schon mal nochmal welche hier rein. Das ist schon mal semi-geil. Das würde dann ja unseren. Es verstärken. Ja. Semi-günstig, also. Warum halten die hier an? Wir haben ja noch nicht viel gebaut. Ich überlege gerade, wir können ja auch hier.
Wo will denn der meiste Verkehr hin? Der meiste Verkehr will in die Richtung. Wenn wir den Verkehr von hier sonst schon mal... sonst über die Autobahn noch rüberleiten, quasi hier hin, dann würden wir den Verkehr entlasten, rein theoretisch, wenn das angenommen wird. Wir versuchen das mal. Ja, sieht komisch aus, ich habe aber eine Idee. Ich werde gleich sehen, wie ich das denke. Ne? So war jetzt meine Idee. Noch will da keiner rauffahren, weil... weil das beschissen aussieht? Nee, sondern ist der Weg länger. Weil die Leute sind ja dumm. Die wollen ja immer den kürzesten Weg. Denn rein theoretisch müssten wir, wenn die das so nicht annehmen. Aufpassen, nicht auf einmal die falsche Straße wegreißen. Wäre ungünstig. Nein, was ist das denn? Wo ist er denn runtergegangen hier? So ein gutes Zeichen wäre ja schon mal, wenn da mal Leute drüber fahren wollen. Weil ich baue da dann jetzt wirklich nur weiter, wenn es angenommen wird. Aber da fließt noch gar nichts längs. Können wir es mal anders probieren. Dass wir sagen, die dürfen nur da oder da fahren. Okay, es wird schon mal zum Teil angenommen, das heißt, wir machen schick. keine Verbesserung auf diesen Typ möglich. Ist ja schon zweispurig. Okay, dann machen wir... sieht zwar definitiv eigenartig aus, aber... wenn es funktioniert, warum nicht? Richtig? So, können wir gleich mal auf die Geschwindigkeitsdinger nehmen und hier die 40 wegnehmen.
Standard ist generell zu langsam. Ich weiß gar nicht, ob es zu Problemen führen kann, wenn sie... Ob die Autos bei höherer Geschwindigkeit schlechter reagieren. So, hier haben wir auf jeden Fall auch einen Verkehrsknotenpunkt. Jedenfalls Probleme. Ja, definitiv. Die wollen hier über alle Spuren abfahren. Und damit bremsen sie natürlich den kompletten Verkehr aus. Aber ich glaube, wir haben langsam genug Geld zusammen, dass wir erstmal unseren Staudamm bauen. So, Strom. Höhe zu hoch. Höhe zu hoch. Geil. Gefälle zu steil. Cool. 1600. So, können wir noch günstiger bauen? 286.000, ne, ich glaube nicht. Geil. Staudamm. So, Straßen. Braucht eine Straßenanbindung, soweit ich weiß. Stromanbindung hat er. So, wir bauen schon mal. Da ich mir vorstellen kann, dass es hier gleich richtig... Das sind Felsen. Eine Art Überlaufschutz. Sieht ja total beschissen aus, aber gucken wir mal, ob das funktioniert. Stopp. Na, wisst ihr's? Unsere geilen Pumpen. Macht natürlich Sinn, dass wir die dann hier zum Staudamm da oben setzen. Denn hier unten werden wir kein Wasser mehr haben. So. Müsste sich ja jetzt. Sehr gut. Von der Höhe müsste das echt gut passen. Muss ich nur noch mehr anstauen, das Wasser. Dass die Pumpen auch Wasser ziehen. Weil noch sieht das nicht so aus.
der Staudamm schon oder was? Nee. Das dauert ja auch immer bei so einem Staudamm. Aber ich würde das natürlich gerne beobachten. Warum hat er denn Strom? Die Pumpen haben eigentlich gar keinen Strom. Okay, Arbeitergebiet, Riesennachfrage. Machen wir als nächstes. Oh, hier wird jetzt richtig viel überflutet, ne? Nicht, dass die Autobahn hier noch überflutet wird, weil ich den Staudamm zu hoch gebaut habe. Bleibt denn das Wasser? Das im Verkehr gefällt mir hier noch überhaupt nicht. Ach, Rohrprobleme. Ja, das Problem ist, diese Pumpen ziehen nichts. Die ziehen noch kein Wasser. Können die eigentlich absaufen? Ich meine, wenn hier jetzt endlich mal das Wasser steigt. Dann würde es ja wahrscheinlich auch so sein, dass die Pumpen dann unter Wasser sitzen. Aber eigentlich müssen die ja wasserdicht sein. Ja, ob der Staudamm funktioniert, werden wir in der nächsten Folge sehen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns. Bis dann, tschüss.